Liebe Freunde, zurück bei Kingdom Come Deliverance. Hier haben wir mal gespielt. Und ja, Johann Chris anscheinend verschwunden. Wie es scheint. Sie wird anscheinend im Rathaus festgehalten. Schauen wir mal ins Questlog. Der Fahrer ist. Ketzerisches Predigen. Wie vom Erdboden verschluckt. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ja, wir müssen uns anscheinend hier umsehen. Dem hier können wir gar nicht reden. Vielleicht weiß er was. Was ist Johanka widerfahren? Nichts Gutes, muss ich leider sagen. Sie wurde vom päpstlichen Inquisitor Bischof Jaroslav von Benneschau eingesperrt. Irgendwie muss er von ihren Predigten erfahren haben. Und nun beschuldigt er sie der Ketzerei und ließ sie verhaften. Was wird mit ihr geschehen? Gott im Himmel! Was wird mit ihr geschehen? Weiß ich nicht, Heinrich. Das hängt ganz von der Entscheidung des Inquisitors ab. Gegen Johanka wurden schwere Anschuldigungen erhoben. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen etwas tun. Versuche du, mit Bischof Jaroslav zu reden. Von ihm erfährst du mehr. Dass du im Dienste des königlichen Hauptmanns stehst, sollte durchaus Gewicht haben. Aber gib Acht. In dieser Angelegenheit hat uneingeschränkt die Kirche das Sagen. Also überschätze nicht deine Position. Mit dem Inquisitoren. Ich werde Bischof Jaroslav von Benneschau aufsuchen. Möge Gott mit dir sein. Und hab Dank, Heinrich. Ich bin froh, dass du Johanka helfen willst. Falls du etwas brauchst, weißt du, wo du mich findest. Sprich mit dem Inquisitor. Ruhe! Wo finde ich den Inquisitor? Wo finde ich den Inquisitor? Er gastiert hier auf dem Klostergelände. Sein Quartier ist im oberen Stockwerk. Was genau macht ein Inquisitor denn? Er geht im Auftrag des Papstes gegen Ketzerei vor, damit die Menschen nicht Scharlatanen, falschen Propheten und Irrungen erliegen und so ihre unsterbliche Seele aufs Spiel setzen. Die Inquisitoren haben sehr viel Macht. Und dieser Macht kann man nicht viel entgegensetzen. Was könnte er Johanka antun? Ich bin mir nicht sicher. Die Gesetzeslage ist äußerst komplex, aber jedenfalls könnte er sie exkommunizieren und vielleicht sogar zum Tode verurteilen. Wer ist dieser Bischof Jaroslav? Ich hatte nie von ihm gehört, der Prior jedoch schon. Er soll sehr gebildet sein und ist der Bischof von Sarepta. Sarepta? Wo ist das, in Mähren? Nein, weit, weit weg, fast im Heiligen Land. Der Papst überreichte ihm den Titel nur symbolisch. Und dieser Bischof kam den ganzen Weg aus irgendwas? Sarepta. Nein, vermutlich war er nie dort. Das ist eine Stadt in Phönizien, die zu Zeiten der apostolischen Väter ein Bistum war, dann aber von den Sarazenen geplündert wurde. Das Bistum gibt es nur noch auf dem Papier. Und Jaroslav ist der Titularbischof. Das so viel heißt wie, er ist gar kein Bischof? Es ist, sagen wir, ein Ehrentitel. Für ein Bistum, das es einst gab, aber nun nicht mehr. Und da sich ein Titularbischof nicht um ein Bistum kümmern muss, kann er sich anderen wichtigen Kirchenangelegenheiten widmen. Die Priesterweihe ist zum Beispiel sehr wichtig. Mit ihr wurde der Sendungsauftrag der Apostel bereits viele Jahrhunderte weitergegeben. Glaubst du, dass Johanka wirklich die heilige Jungfrau erschienen ist? Ja, ich denke schon, Heinrich. Was sie sagte und wie sie es sagte. Sie klang überhaupt nicht wie sie selbst. Sie kann nicht lesen. Wo sonst soll sie das also herhaben? Ehrlich gesagt, will mir ansonsten keine logische Erklärung dazu einfallen. Eigentlich noch logisch, wenn sie nicht lesen kann. Gott behüte dich.
im oberen Stockwerk ist das hier. Nee. Herr, ich bin... Heinrich aus Skalitz, aus der Garnison des königlichen Hauptmanns Ratzig Kubilla. Ich habe viel von dir gehört, mein Sohn. Erfreut dich kennenzulernen. Bischof Jaroslav, Herr Exzellenz, wie komme ich zu der Ehre, dass du über mich Bescheid weißt? Ich habe gehört, dass du das Massaker in Skalitz überlebt und Tallenberg gewarnt hast. Und du hast nach einem Überfall auf ein Gestüt... Neuhof, glaube ich, die Angreifer verfolgt, um dann Herrn Ratzig und seine Mannen zu ihnen zu führen und diese niederträchtigen Angreifer zu töten, mitsamt ihrem berüchtigten Anführer. Gewiss ranken sich weitere Geschichten um deinen Namen. Das ist beachtlich für dein junges Alter, meinst du nicht auch? Hab Dank, Monsignore. Ich folge nur meinem Gewissen und der Notwendigkeit. Und das zu Recht, mein Sohn. Wir werden gewiss noch viel von dir hören. Aber ich schätze nicht, dass du gekommen bist, um mit mir Höflichkeiten auszutauschen. Oder irre ich mich? Ich bin wegen Johanka hier. Ja, ganz recht, Monsignore. Ich bin wegen Johanka hier. Dachte ich mir. Ein anderer Grund hätte mich überrascht. Und? Was liegt dir auf dem Herzen? Wie hast du von Johanka erfahren? Mir kam irgendwann zu Ohren, was ich zutrug. Dass eine junge Frau behauptete, für die Jungfrau zu sprechen. Ich reiste dann sogleich an, wie es die Pflicht von mir verlangte, und verfolgte inkognito das Treiben in Sasau, um mir selbst ein Bild davon zu machen. Verstehe. Warum hast du sie eingesperrt? Weil sie mir versprach, nicht mehr zu predigen, dann aber wieder Dinge sagte, die auf Ketzerei hindeuten. Wie geht es mit Johanka jetzt weiter? Und was wird jetzt mit Johanka geschehen? Ich muss die Schwere ihrer Verfehlungen abwägen. Und mich mit ihren Visionen befassen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ihr die heilige Jungfrau Maria erschienen ist. Dennoch kann ich es zu diesem Zeitpunkt nicht gänzlich ausschließen. Es könnte auch sein, dass sie unschuldig ist. Es könnte also wahr sein? In diesem Fall hätte Johanka ja nichts falsch gemacht. So einfach ist das nicht. Selbst wenn es keine Einbildung war, hätte sie die Visionen nicht nach Gutdünken auslegen und auch nicht predigen dürfen. Willst du das beurteilen? Wie willst du das beurteilen? Du kennst Johanka ja nicht einmal. Ich beurteile das nicht einfach so. Ich untersuche gründlich die ganze Angelegenheit. Und ich rate dir, meine Autorität nicht in Frage zu stellen. Ich werde Johanka und Zeugen bringen lassen, alle befragen und dann urteilen. Wird jemand Johanka verteidigen? Wird jemand da sein, um Johanka zu verteidigen? Du ziehst mein Urteil in Zweifel? Das würde ich nicht wagen, Herr. Aber wäre es nicht gerecht, wenn jemand all die guten Taten, die sie vollbracht hat, in die Waagschale werfen könnte? Ich werde auch jene befragen, die Gutes zu berichten haben. Was ihre Verteidigung betrifft, schätze ich, dass du jemanden wüsstest. Ja, mich zum Beispiel. Dachte ich mir. Allerdings betrifft dich die Angelegenheit nicht. Warum sollte ich dich als Verteidiger zulassen? Als rechtschaffender Christ erachte ich es als meine Pflicht, ihr zu helfen. Ich kann nicht einfach tatenlos zusehen. Dem kann ich nur beipflichten, mein Sohn. Du hast gute Absichten. Daher gestatte ich es. Nun denn, du wirst Johanka verteidigen. Du darfst für sie das Wort ergreifen und es sei dir gestattet, Zeugen vorzubringen. Diese Zeugen werden von mir befragt. Und auch Johanka werde ich natürlich befragen. Wir verbrachten unsere Kindheit in Skalitz und ich weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Nein, es ist nicht möglich. Das Inquisitionsverfahren sieht dies nicht vor. Solange die Angelegenheit nicht abgeschlossen ist, darf Johanka nur mit mir sprechen. Hab Dank, Monsignore. Darf ich vor dem Prozess mit Johanka sprechen? Schweig! Es ist dir untersagt, mit ihr zu reden. Ich bin dir bereits auf äußerst unübliche Weise entgegengekommen, mein Sohn.
Bedenke dies. Ich will das alles schnell erledigt wissen. Der Prozess wird in spätestens 3 Tagen in der Kirche zu Sasau stattfinden. Sobald du bereit bist, lass es mich wissen. Ich werde indes meine Untersuchungen fortführen. Sehr wohl, Monsignore. Ich sollte mich nun an die Arbeit machen. Leb wohl. Bevor du gehst, du kennst Johanka länger als jeder andere. Und wie ich gehört habe, hast du viel Zeit mit ihr verbracht. Sag mir, mein Sohn, was ist deine ehrliche Meinung in der Sache? Was die heilige Jungfrau betrifft. Ich glaube, sie ist ihr wirklich erschienen. Johanka ist redlich. So etwas würde sie nie erfinden. Was sie sagte, war glaubhaft und ziemlich ergreifend. Es klang wirklich wie eine göttliche Offenbarung. Das war nicht Johanka, sondern bestimmt die Jungfrau. Ich muss den Grund für ihre sogenannten Visionen in Erfahrung bringen. Hab Dank für deine Offenheit. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen muss? Sie sorgt sich um Matthias. Er ist auch aus Skalitz und sie kann ihn gut leiden. Bei einem Überfall auf Merhojet vor kurzem wurde er verwundet und liegt seitdem mit Fieber danieder. Johanka glaubt, dass er wieder gesund wird, wenn sie das Wort der heiligen Jungfrau verkündet. Interessant. Was weißt du noch? Johanka ist redlich und rechtschaffen. Sie besucht regelmäßig die Messe und hilft stets anderen. Gut. Bitte fahr fort. Nun, zuvor in Skalitz war Johanka, wie soll ich sagen, ein einfaches Dorfmädchen. Ich hätte nie gedacht, dass sie einmal so reden würde wie jetzt, wie ein anderer Mensch. Ein einfaches Dorfmädchen. Aha. Bitte fahr fort. Johanka hat vielen geholfen. Bis zur Erschöpfung hat sie Bruder Nikodemus mit den Kranken und Verwundeten unterstützt. Das ist natürlich lobenswert. Was ist dir sonst über sie bekannt? Nun ja, sie hat manche Patienten bevorzugt. Um ihre ehemaligen Nachbarn aus Skalitz hat sie sich besser gekümmert. Aber gut. Ja, das ist verständlich. Manch einer liegt ihr nun einmal mehr am Herzen. Aber vielleicht war es eine Sünde. Weißt du noch etwas, Heinrich? Mehr weiß ich nicht zu berichten. Hab Dank, mein Sohn. Eines noch. Bevor du gehst, lass mich dich daran erinnern, dass es als guter Christ deine Pflicht ist, mich darüber in Kenntnis zu setzen, falls du etwas Verdächtiges in Bezug auf die Kirche und den wahren Glauben gewahrst. Solltest du dich als vorbildlicher Diener der Mutterkirche erweisen, so werde ich dies bei Johankas Prozess berücksichtigen. Jawohl, Monsignore. Ich werde es mir merken. Lebe wohl. Ja, wir haben wieder ein paar Dinge zu erledigen. Unter anderem sollen wir Herr Sebastian Rosesana hier hinten mal fragen. Nikodemus. Ja, mit Nikodemus können wir eigentlich gerade mal anfangen, der ist gerade in der Nähe. Nikodemus. Gibt es etwas Neues? Der Inquisitor hat verfügt, dass Johanka angeklagt wird. Allerdings darf ich sie verteidigen. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das muss bedeuten, dass er sich noch nicht festgelegt hat. Ja, ich hole sie da raus. Ich fürchte, das wird nicht leicht werden. Ich glaube nämlich, dass Johanka bei dem Prozess die gleichen Dinge sagen wird, die sie gepredigt hat. Was meinst du damit? Nun, ich habe über ihre Worte nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ihre Botschaft durchaus aneckt. Hast du schon einmal von den 3 Ordnungen gehört oder 3 Säulen? Nein, habe ich nicht. Dann hör zu. Es heißt, dass jeder Mensch seinen gottgegebenen Platz und Zweck in der Welt hat. Laboratoris, Oratoris oder Bellatoris. Man arbeitet, man betet... oder man kämpft. Das gemeine Volk muss demnach die Früchte der Erde ernten und dem Gesetz Gottes und der Menschen gehorchen. Den Adligen obliegt es, die Menschen und die Kirche zu beschützen
und hier auf Erden für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Die Kirche wiederum steht in der Pflicht, für das seelische Wohlergehen aller zu sorgen, indem sie die Erlösung der Seele sicherstellt und den Menschen in schweren Zeiten Trost spendet, damit sie ihre weltlichen Prüfungen meistern und ins Himmelsreich eingehen. Aber was hat das mit Johanka zu tun? Nun, in ihrer ersten Predigt ging es hauptsächlich um die Sorgen des gemeinen Volkes. Und in der zweiten Predigt hat sie den Adel kritisiert. Für worauf du hinaus willst? Ja, das mag sein. Worauf willst du hinaus? Ich fürchte, dass sie als nächstes über die Kirche reden wird, falls sich die Gelegenheit bietet. Und wenn sie dann so wettert wie gegen die Adligen, die Konsequenzen wären fatal. Heinrich, du musst ihr das klar machen. Sie sollte vor dem Inquisitor Demut zeigen. Und überdies wäre es das Klügste, reumütig zu sein. Die ist ziemlich stur, aber vielleicht hört sie ja auf dich. Der Inquisitor sagte, dass niemand zu ihr darf. Niemand außer den Männern des Inquisitors. Dir wird schon etwas einfallen. Johankas Schicksal liegt jetzt wohl in deinen Händen. Ich zähle auf dich. Gott behüt dich. Jo, gehen wir mal zum Ise Sebastian da hinten. Der mag sie ja eh so. Schreiber Kustos. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich brauche deine Hilfe, Herr. Gewiss ist dir nicht entgangen, dass der Inquisitor Johanka festnehmen ließ und sie der Ketzerei bezichtigt. In der Tat. Und es beunruhigt mich. Glücklicherweise gestattet er es mir, sie beim Prozess zu verteidigen. Was? Bist du dem überhaupt gewachsen? Gewiss doch. Es wird gut ausgehen. Vertrau mir. Aber ich brauche dich beim Prozess als Zeugen, um für Johanka auszusagen. Selbstverständlich. Ich werde gewiss nicht untätig herumsitzen. Zumal mich der Bischof bereits angewiesen hat, beim Prozess zu erscheinen. Oh, verstehe. Warte kurz. Tut mir leid, falls ich etwas aufbrausend war. Die Sache macht mich sichtlich nervös. Es ist löblich, dass du sie verteidigen willst. Ich fürchte jedoch, es ist vergebene Liebesmüh. Nichts für ungut, aber ich denke, du wirst beim Prozess nichts bewirken. Der Inquisitor wird ungeachtet dessen entscheiden, was andere sagen. Aber es gibt etwas, das du tun könntest. Oh, was denn? Fliehen. Mit Johanka natürlich. Aber wie? Vielleicht hast du recht. Aber wie? Der Bischof lässt niemanden zu Johanka. Johanka wird im Rathaus festgehalten, nicht wahr? Gib dich doch als Wache des Inquisitors aus, um nachts hineinzugelangen und dann mit ihr zu fliehen. Wie soll ich mich denn als Wache des Inquisitors ausgeben? Nun, als seine Wache hierher kam, wies sie sich mit Hilfe eines Dokuments aus. Wenn du es in die Finger bekommst, denk darüber nach. Wie du auch entscheidest, falls Johanka zu Schaden kommt, wirst du mir Rede und Antwort stehen. Ich kann sie gut leiden und sie mich. Ich will nicht, dass ihr etwas zustößt. Hast du das verstanden? Doch sollte die Sache gut ausgehen, werde ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Auf bald. Okay, haben wir noch eine andere Option. Dass wir sie auch rausholen können. Verdammt! Ja! Gut, welche haben wir hier jetzt noch? Odelos. Müsste auch noch irgendwo hier drin sein. Jodelos.
Adela, der Inquisitor wird Johanka den Prozess machen. Oh je. Ich hoffe, er spricht sie frei. Ich war am Boden zerstört, als man sie festgenommen hat. Ich suche Leute, die sich für sie stark machen würden und dachte da an dich. Ich will da eigentlich nicht hin. Dieser Inquisitor macht mir Angst, aber ihr zwei habt mir auch geholfen. Daher werde ich mich für sie stark machen. Die Frage ist, was sage ich beim Prozess? Ich bin nur eine einfache Frau. Mit diesen Dingen kenne ich mich nicht aus. Das spielt keine Rolle. Sei einfach du selbst. Es sollte reichen, zu erwähnen, wie viel Gutes sie hier tut und wie sehr sie anderen hilft. Halte dich jedenfalls bereit. Na gut. Tausend Dank. Ich glaube, das war dann noch, glaube ich, schon. Für Johankas Prozess sind Zeugen zugelassen. Wärst du bereit, dich als Gelehrter mit einer überzeugenden Rede für sie stark zu machen? Aber selbstverständlich. Das bin ich Johanka schuldig. Ein solcher Zuspruch könnte viel Gewicht haben. Versuche, mehr Leute dazu zu bewegen. Lebe wohl. Gut, jetzt müssen wir... Aha, hier vorne haben wir noch mehr Leute. Ja, das gibt jetzt einen Haufen Arbeit. Die sind wohl noch da drüben. Umso mehr Leute wir kriegen, umso besser. Ich sehe schon, wir sind schon wieder über die Zeit raus. Ja, ich denke, den einen oder anderen könnten wir noch befragen in der Folge. Wenn es dann endlich mal lädt. Bitte. Come on. Ist das die Kirche hier hinten? Pater Fabian, ich glaube, da müssen wir hier lang. Sind wir ein bisschen am falschen Ort. Jetzt geht's. So, dort das Licht anmachen. Schon fast oben ist. Der ist gar nicht hier. Wo ist denn der Trottel wieder? Bin ich an dem vorbeigelaufen? Da läuft er doch! Der Pater Fabian. Pater, der Inquisitor ließ Johanka verhaften. Ich weiß, mein Sohn. Es wird zum Prozess kommen. Das ist gut so. Die Sache muss endlich aus der Welt geschafft werden. Und was ist deine Meinung dazu? Wie gesagt, es ist gut, dass man sich dieser Angelegenheit annimmt. Das, was Johanka gepredigt hat, war, gelinde gesagt, verstörend. Niemand weiß, was wirklich in ihrem Kopf vorgeht. Sie hat den Menschen einen Floh ins Ohr gesetzt und sie auf Irrwege geführt. Anstatt in die Kirche zu gehen, suchen sie Johanka auf und denken doch tatsächlich, dass sie bei ihr Trost finden.
Dadurch entsteht nur ein Riss zwischen der Kirche und den Menschen, bis sie sich irgendwann vom wahren Glauben abwenden. Und dann geraten sie in einen ketzerischen Sumpf. Johanka gab nur das wieder, was die heilige Jungfrau ihr sagte. Was ist daran verkehrt? Und woher willst du wissen, dass es die heilige Jungfrau war? Nun, Johanka ist vertrauenswürdig. Tja, aber sicher weißt du es nicht. Glaubst du wirklich, ein Mädchen aus dem Stall weiß mehr über Gott als die Kirche? Mehr als Generationen von Kirchenvätern und Gelehrten seit den Zeiten Jesu, die die Heilige Schrift und ihre Auslegungen eingehend studiert haben? Bei all dem Unheil in der Provinz ist eine falsche Prophetin das Letzte, was die Menschen brauchen. Auch Jesus wurde im Stall geboren. Das kann man nicht vergleichen. Er war der Sohn Gottes. Aber genug. Bischof Jaroslav bat mich, beim Prozess mein Misstrauen kundzutun, und der Bitte werde ich nachkommen. Er wird dann eine Entscheidung fällen. Zu Recht, denn er ist mehr dazu befähigt als jeder andere. Wenn du das sagst, Pater. Gott behüte dich. Ich könnte dich auch verschwinden lassen. Das ist das Problem eigentlich auch aus der Welt. Und? Wie ist es mit meinem Mann gelaufen? Nun, wir plauderten und ich überzeugte ihn davon, nicht mehr zu würfeln. Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Wie hast du das angestellt? Ich sage dir, wie ich das gemacht habe. Aber erzähl es ihm bloß nicht. In Ordnung. Er war sehr betrunken. Das machte ihm sehr zu schaffen. Und er versprach, nie mehr zu würfeln. Aha. Ja, ich... Das ist großartig. Ich brauche deine Hilfe. Hast du schon gehört? Der Inquisitor ließ Johanka festnehmen. Natürlich. Jeder in Sasau redet darüber. Außerdem hat sich der Inquisitor über sie erkundigt. Ich möchte dich bitten, beim Prozess auszusagen und dich für Johanka stark zu machen. Ich gehe da nur ungern hin. Aber Johanka und du, ihr habt mir geholfen. Es kann also nicht verkehrt sein, etwas Gutes über sie zu sagen. Ich weiß das zu schätzen, Guter. Du erfährst, wenn es soweit ist. Ah, der Pater steht ja auch gerade hinten dran. Moment, ist das ein Typ der Inquisitoren? Quali zu fahren, ne? Okay, der hat schon zu. Spulen wir mal 10 Stunden vorwärts. Und ich würde sagen, mit dem reden wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Oder sogar einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Ja, in diesem Sinne.